Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Romtot War 2 mit Makedonien. Wir haben jetzt Alexandria und Ägypten quasi befreit von den Persern. Also, es war mal Perserreich. Und genau, wir spielen eben wie Alexander der Große und er ist quasi von Kleinasien runter nach hier und dann hier alles. So. Und ich habe gerade gesehen oder letztes Mal gesehen, dass Parthien hier eine Armee hat. Das heißt, ich habe ein bisschen Trouble. Ich gehe jetzt auf jeden Fall hier die zwei noch an. Und dann versuche ich mit denen oder mit Kusch versuche ich dann einen Frieden zu schließen, weil Alexander ist nicht weiter runtergegangen. Der hat nur den Nil befreit und beziehungsweise erobert. Genau. Und hier, genau. Da war ja was mit den Römern. Genau, da baue ich mir jetzt gerade noch eine Armee auf. Uiuiuiui. Steht der außerhalb? Ja, der soll mal innen stehen. Aber das machen wir dann nächste Runde. So, Rom hat übrigens Alexander nie angegriffen, weil zu der Zeit waren die noch ein bisschen in den Kinderschuhen. Ja, da komme ich gar nicht hin. Dann gehe ich mal hier entlang. Bisschen schneller, bitte. So, super. Der baut hier eine neue Armee auf, aber das interessiert uns nicht. So, hier könnte ich jetzt zwei Sachen machen. Entweder hier angreifen oder da angreifen. Das Problem ist, wenn, also, der kann jetzt nur noch hier angreifen oder mich angreifen und ich wette, dass er mich angreifen wird. Da wette ich drauf. Das Problem ist, dass der jetzt bald hier eintreffen wird. Da könnte ich eigentlich den da als Armee aufstellen. Ah, Alter, ich habe kein Geld. 600. Dö, 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 dö. Pikiniere wären gar nicht schlecht. Warte mal, dann mache ich hier mal. So. Und dann kann ich hier den General. Ah, so, sogar den Anführer. Das ist gut, weil wenn der nämlich stirbt, ist das mir egal. Tasten sind natürlich. Ja, ich mache Pikiniere. Die können dann. Die können dann an den Eingängen stehen. So, natürlich Speer. Dann, was machen wir aus dir? Vielleicht Philosoph, hm? Haben wir noch keine. Die sind natürlich. Oder ich mache Stratege und dann gehe ich auf Hinterhalt. Ja, Hinterhalt. Kulturelle Konvertierung ist auch gar nicht schlecht. Forschungsrate, Zahleinkommen. Bla bla blub. Wir könnten eine Priesterin der Nike machen. In eigenen oder verbündeten Territorien, weil. Die lassen wir ja, rein theoretisch in der Homebase stehen. Alter, der macht mich platt. Wieso macht der mich platt? Warte mal. Okay, stimmt, der macht mich platt. Und zwar ziemlich. Also die da sind gefährlich. Hopliten sind auch nicht schlecht, Axtkämpfer sind... Die Axtkämpfer. Ja, dann noch eine Schockkavallerie. Aber eigentlich müsste ich das schaffen. Die wird dann ziemlich am Bobbes sein. Warte mal. Also, wenn ich. Also, ich könnte das schaffen. Bin ich eigentlich ziemlich davon überzeugt. Das Problem ist.
dass ich hier nur zwei Fullstack-Armeen habe. Und Atropatene, das ist ihr Name, der drückt eigentlich auch ziemlich doll. Ich glaube, ich versuch's mal. Und wenn ich es nicht schaffe, dann lade ich neu. Ich weiß, das stört ein paar von euch, aber die da ist eine Schockkavallerie und Bürgerkavallerie ist halt schade. Aber ich probiere es trotzdem. Oh, Handy weg, sonst macht es wieder bübübübü. So. Das Gute ist, was? Nein. Der Feind begibt sich ja zum Kampf aufs Feld. Ich dachte, ja okay, wenn er jetzt aufs Feld kommt, dann habe ich wirklich keine Chance. Vor allen Dingen, weil er hier auf dem Berg ist. Und ich muss angreifen. Ach komm, echt jetzt. Wieso habe ich Untergang klein geschrieben? Okay, das ist jetzt nicht gut. Also in der Stadt hätte ich gewonnen. Ich gehe mal Richtung da. Ich fokussiere mich mal darauf. Weil hier ist die Steigerung nicht so hoch wie hier, würde ich sagen. So, natürlich Pekiniere. Mitte, Hopliten kommen hier seitlich hin. Die sind geballt mittig. Die sind hier, die sind da. Und du bist da. Es nähert sich feindliche Unterstützung. Oh, stopp. Pause. Schnell. Rennen, laufen. Oh Gott. Jetzt nimmt er mich auch noch in die Zange. Was geht denn jetzt ab? Oh, der Lally. So. Ja, wow. Danke. Dankeschön, das war jetzt ein Schmoddertreck. Nein, du sollst angreifen, bitte. Dankeschön. Ihr seid da. Du bist da. Zumachen, dicht machen. Damek. Unser General wird angegriffen. Wanken. Ja, natürlich wanken sie. So, ja. Da ist General, da ist General.
Okay. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Okay, hier pinnen, damit... Ja, schnell. Okay, das ist gut. Der braucht ein bisschen Unterstützung. Ja, das ist jetzt das Problem, ne? Ja, das... Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Angriff. Der hat zu viele Fernkämpfer. Der hat zu viele Fernkämpfer. Die gesamte Einheit ist umgekommen. Fertig. Ihr lasst euch gerade schön abschießen, das ist schön. Du lässt dich gerade fliehen vor der Schlacht. Du bist gerade in den General reingelaufen. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Da teilt er wirklich, dass ich in der Stadt kämpfe gerade. Ja, die werden halt jetzt vollkommen aufgerieben. So, hier sieht's aber gerade gar nicht so mördermäßig gut aus. Komm. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Unser General ist gefallen. Na. Ja. Oh Mann, in der Stadt hätte ich ja den erwischt. In der Stadt hätte ich ihn ziemlich sicher erwischt. Aber das Problem ist wirklich. Das ist ein schändlicher Angriff. Seine kompletten Fernkämpfer, das sind da einfach zu viele. Ja, warm, warm, warm. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Angriff. Knappe Niederlage. Ja, das Problem war wirklich, dass ich, dass der halt genau neben mir gestartet ist. Also ich hätte mich zurückziehen können, aber das wäre auch nicht, gut gewesen. Verluste 1600 und ich 1400, ja. Ja, so gut war es wirklich nicht. Warte, nee. Dann lade ich nochmal kurz. Ich habe ja angekündigt, dass ich das mache. Ja, weil, also eben, ja, in der Stadt hätte ich es geschafft, aber am Land, vor allem mit einer Zangenbewegung, na, das ist schon was anderes. Und eben, ich habe kaum Geld, also wir könnten das, an sich könnten wir das schon noch spielen, also
Ich wäre jetzt nicht, wenn ich das kämpfen würde, wäre ich nicht, ja, okay, ich glaube, ich bin sowieso tot. Aber der wird mich jetzt angreifen, aber ohne die Armee, also, das könnte ich noch schaffen. Das Problem ist, wenn ich jetzt hier das da verloren hätte, hätte er das da nächste Runde bekommen. Der da bekommt vielleicht das da nächste Runde und hier muss ich schauen, dass die da überlebt. Und dann ist natürlich Rom auch noch da. Deswegen habe ich das jetzt so gemacht. So. Ja, der bekommt ja nichts. Gut. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Aber ja. Ich glaube schon, weil, ja, wie gesagt, er ist rausgegangen. Das darf er nicht. So. Ich hoffe, ihr nehmt dieses Geld. Nö, nehme ich nicht, weil dich muss ich besiegen. Also ich nehme es. Ja, nee, von dem nehme ich es nicht an. Weil das hatte Alexander auch. Oh, jetzt zeig mir, was ein Abatea macht. Wieso. Das ist nicht gut. Jetzt kann er da unten alles Mögliche machen. Ja, genau, das da hat er nämlich gemacht und. Genau. Aber ich kann nochmal fliehen. Aber das nimmt er trotzdem mit auf. Okay. Na dann. Schauen wir mal, ob er uns trotzdem besiegt. Ich glaube, das schaffen wir. Weil. Ja, meine Garnisonsarmee ist jetzt nicht so mördermäßig krass. Aber jetzt haben wir gleich viele Also Fernkämpfer hat er kaum. Nur die Kavallerie. Und die können wir mit unseren Einheiten ablenken. So, ich stelle mich so auf, dass. Also ich bunkere mich ein. Und ich stelle mich so auf, dass meine Verstärkungseinheit eben von hinten kommt. Also von also mir, also nicht in seinen Rücken, weil der ist ja winzig, sondern wirklich ja, ihr wisst schon. So. So, wir können. Ihr geht mal ganz nach außen, ihr geht mal ganz nach außen, ihr geht mal dahin. Unsere Verstärkung ist eingetroffen. War's das? Okay. So, die da kommen noch mit. Die da kommen noch dahin. Die da kommen noch dahin. Die da passen hier auf. So, die stellen sich ziemlich schräg auf. Okay. Ja, das ist fast so, wie ich es gesagt habe. Ja, wirklich nur fast. So, der darf ein bisschen weiter vor. Habe ich ja euch schon in Phalanx getan, schon, ne? Ja. So. Sehr schön. Wie geht's dir? Aktiv. Ja, bis es anfängt, bist du wieder passiv. Ich kann nicht ja eigentlich vortun.
Damit ihr nicht überrascht werdet, nochmal Plänkler-Modus an. Na dann, komm halt zu, ne? Genau, das sind die Kataphrakte. Na schön. Bisschen geschossen haben die schon. Macht aber mal den da aus. Wieso bist du noch draußen? Das ist Bescheid. Die Pikinger sind schon ziemlich heftig dezimiert. Sind die? Da sind die. Unser General wird angegriffen. Ich mach die Ballata. Nee, warte mal. Geh hier dran. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Was, die sind jetzt vollständig tot. Oh. Ist nicht ganz so geil. Echt jetzt? Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Na, das ist halt immer die Gefahr, ne? Los, reitet schneller. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Ja. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick.
Uiuiui. Wieso kommt der immer zurück, ne? So nervig. Die Schlacht wendet sich zu unseren Gunsten. Sehr gut. So, uiuiuiui. Das war auch wieder ziemlich gut knapp. So. Der feindliche General ist tot. So, die bitte jetzt auch aufreiben. General ist zwar tot, aber ja. Nicht, dass er irgendwas noch behält. Ja, das wird er eh. Gut. Die dann noch? Warte, 11. Ich warte bis 7. Gut, uiuiui. Okay, 1000 habe ich verloren und 1800 getötet. 300 hat der General, ui. Hatte ich gar nicht so im Blick. Sonst ja, 200 geht. Der hat auch 200, das ist krass. Der hat 100. Ja, sonst, also die da, das da war halt quasi die Front, die gegen die Pikiniere gelaufen ist. Aber da hat man ziemlich gut gemerkt, was passiert, wenn der Feind eine breitere Front hat. Dann kann er ziemlich gut umrunden. Ah, cool, ich habe nur einen verloren. Wir bekommen nur 1300, das ist ja gar nichts. Naja, besser als gar nichts. Wir haben Krieg. Das Brett steht bereit und alle Figuren sind an ihrem Platz. Nun bleibt nichts mehr, außer einen guten Tod. Warum? Ja, das kann ich nicht mehr... Warum macht er das denn jetzt? Da muss ich mit... Ja, und genau, und er geht gleich weiter, ne? Was für ein Dreck. Ja, und jetzt, der tötet bestimmt jetzt noch meinen General, ne? Ah, okay, der ist zurückgegangen. Das ist doch mal gut. Ein edler Tod? Wer? Alexander, ah ja, okay. Der war schon sehr alt. Ah, dafür kann ich den da nehmen. Ich nehme eine Etairen-Kavallerie. So, okay. Warte, der ist als nächstes dran, ja. Der macht dann den da. Eine. Ah, okay. Neuer Anführer. Wieso kommt jetzt das Ganze hier? Lasst es doch. So. Aber ich bin schon durch. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen.
Ja, das plündere ich. Warte, ja, das muss ich. Da mache ich Futter. Das mache ich weg. Das baue ich um. So. Gut, was mache ich jetzt mit dir? Du hast eine Elva-Garnison. Und ziemlich angeschlagen. Okay, warte. Dann mache ich Eilmarsch Richtung Heimat. Du bekommst noch was. Das ist natürlich sexy. Natürlich hier. Banner heben ist immer gut. Naja, egal. Gut, trotzdem würde ich jetzt sagen, sind wir fertig. Und ja, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bye.